Hallöche Leute und willkommen zurück bei Rusty. Rusty, verrostet. Nein, ja, wir sind wieder zurück. Wie immer mit den gleichen Leuten, wie aus den letzten Folgen. Und ja, wir haben uns jetzt schon mal eine kleine Foundation geschnurrt oder erobert. Und ja, sind wir gerade ein bisschen am Einschmelzen der Erze und sowas. Es wird auch wieder langsam dunkel, das heißt, bald bricht die Nacht wieder an. Und am besten wäre wir. Oh, da liegt ein Bär. Den hol ich du warst gerade wieder so leise. Ich war zu leise? Warum? Aus welchem Grund? Automatisch wieder leiser geworden. Ich hasse diese Scheiße. Ja, fängt dann wieder gut an. Naja, ja, wir sollten uns mal irgendwie Fackeln fit machen. Also, falls ihr schon welche habt, ist natürlich gut. Ich sollte mal welche fit machen. Aber lass nicht lange Fackeln, mach uns Fackeln, ne? Genau. Ich hol mir... Ach, nee, der Bär ist ja gar nicht tot. Hilfe! Ich dachte, okay, aber die kriege ich. Komm her. Aber ganz ehrlich, Onkel, ja, mach dir mal keinen Kopf wegen deiner Aufnahme, ne? Weil, ganz ehrlich, irgendwie klingt es wahrscheinlich immer noch ein beschissen. Ich sehe es jetzt schon wieder gut. Ich gucke mir das dann danach an und denke mir so, oh, nein, aua. Bleib doch oben. Ja, ich dachte jetzt im letzten Schlag. Ich bin zweimal gehauen, aber ich blute noch nicht so. Gib mir dein Fell! Und da ist Fleisch. Ja, ein Haufen Fleisch. Fetter Klops. Oh, geht schon wieder hoch. Ey, ich habe einen Reh erlegt. War einer von euch schon in Red Town und hat mal geschaut, was da drin ist? Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut. Wollen wir das mal machen, bevor es dunkel wird? Ah nee, ich habe gar keine Schusswaffe. Also ich könnte dich beschützen, ich habe jetzt noch... Nee, ist nicht, da ist das Schild im Weg. Wo bist du, Bikes? Bist du unten an der Plattform oder oben? Ja, aber da ist doch eine Strahlung. Ich bin da, wo mein... Wo ist mein Schlafsack hin? Nee, du bist unten, komm mal hoch. Warte, ich komm zu dir runter, dann können wir von da aus direkt weiter. Ja bitte, ich kenn mich schon wieder nicht mehr aus. Was ist mit deinem Ofen los, Rossi? Mal, köchelt vor sich hin. Dort so lange. Ah, da bist du. Genau. Jetzt hab ich's gedacht. Ich glaube nicht, dass es Holz dafür reicht. Der baut hier gerade auch die Hütte für uns mit auf. Das ist super nett von den Leuten. Oh, warte. Ach, du hast eine Knarre, schieß das Ding tot. Wo bist du denn? Hey, wo bist du denn? Ja, hier. Ach so, gut. Bartholomäus ist auch geschafft. Ich hab nur noch 9 Schuss. Ah, okay. Also einfach schnell reingucken, was los ist und wieder raus. Weil so ab 250 Red wird's kritisch, glaube ich. Wegen der Müll. Hast du noch die Pillen, die ich dir gegeben habe? Ich wollte ja, einmal genau. 300 Reds. Hier, ich schmeiß dir schnell welche hin. Die liegen da. Ne, ich hab welche. Ach so. Ich war nur für dich. Ich hab noch 6 Stück. Das ist ja geil, jetzt können wir uns hier mal umgucken. Okay, du nimmst rechts die Häuser, ich nehm links die Häuser. Yep. Also hier schon mal nichts. Das Alter, ich kann das Tor öffnen. Wie geil. Jetzt siehst du mich so mit dem Arsch voll Zombies rausrennen. Hilfe! Oh, ich hab Ammo, 556 Ammo. Also 556er Kaliber. Oh, nice. Das ist aber dann was Größeres, oder? Ja. Da ist auch eine Kiste. Oh Gott! Ich muss wieder Pillen nehmen. Ich habe eine Blutspritze, so ein Blutspritzkit. Was? Transfusionskit oder wie? Oder was? Blooddraw-Kit. Achso, ich sollte ja links. Und da ist nichts drin. Oh, schade. Ah, ich habe Reifen gefunden. Kannst du die aufheben oder was? Nee, leider nicht. Komm. Nein. Bauen wir uns ein Auto. Ein Panzer. Panzer! Ja. War klar, dass es vom Onkel kommt. Oh, ich hab Gunpowder gefunden, 27. Oh, das ist gut. Da habe ich auch noch 2. Oh, hier geht's sogar noch hoch. Oh, ich muss mich da war, ich hab da schon... war ich schon. Achso, ich hab 163 Red auf einmal. Ich hab auch keine Pillen mehr. Das heißt, ich sollte mich jetzt langsam beeilen. So, ab 250 wird's wirklich kritisch. Da fängt das Bild dann richtig doll an zu krisseln. Was denn hier? Also, ich hab jetzt 0. Ah, was hast du nur für Pillen, ey? Wahrscheinlich hab ich nur Placebos hier. Achso, hier sind die Reifen. Ich hab dir die Placebos hingeschmissen. Kann man da hoch? Brauchst du noch welche? Ich hab 5 Stück oder so noch. Jo, wenn ich wiederkomme, dann am besten. Okay. Ich komm da nicht rauf. Ich lauf mal wieder zur Foundation. Jo, ich komm auch mit. Ich bin gleich schon bei 240. Warte mal, dann splitte ich für dich mal schnell. Wo bist du denn? So eine Strahlenschutzhose hier.
Wieder aus dem gleichen Ausgang raus? Nee, ich bin auf der anderen Seite raus. Weil ich renne jetzt wieder zur Hütte hoch. Ich glaube auch, ja, das geht wieder runter, das Red. Ich glaube, ich sehe dich. Yep. Nee, yep. Doch, okay. Warte. Ja. Oh, da liegt es. Jawohl, danke. Mein Ding. Die würde ich mir an deiner Stelle immer schön reinziehen, unten in die Leiste. Ja, aber ich warte jetzt mal ab, weil das Red fällt jetzt von alleine auch wieder runter. Das heißt, jetzt brauche ich es eigentlich doch gar nicht mehr. Nur wenn man mal reingeht. Ah, ja, am klar. Besten mal. Ich ernähre mich momentan durchwegs von Thunfisch. Ich habe schon, apropos Essen, ich habe ja noch genug Food. Okay, 2 Chicken Breasts. Ach, 40 ungebraten, dann müsste ich mal brutzeln. 66 ungebraten. Oh, krass. Warte mal, da kannst du für mich doch einfach mitbrutzeln. Wo ist denn ihr Lagerfeuer? Ach, hier hinten. Warte mal, ich schmeiß dir die mal hin. Kannst mal für mich hier brutzeln. Brutzel, brutzel, jetzt macht man mal erstmal Essen. Und was macht man mit dem Fett eigentlich? Weiß ich selber noch nicht so genau. Damit kannst du zum Beispiel Fuel herstellen. Ach so. Oh, für was dann? Für einen Ofen bauen zum Beispiel oder. Warte, wo braucht man das noch? Für Bandagen oder wie für Erste-Hilfe-Kästen oder was? War da nicht noch was? Warte, Bandage, nee, Cloth. Was ist, wozu ist eigentlich so ein Stash? Der Beutel. Oh, der Hellraiser hat sich gar nicht verabschiedet. Fehlt ist auch, du disconnected aus irgendeinem Grund, kommt gleich wieder. Ich hab hier so eine Tür, aber kann man da irgendwas mit Code machen oder was? Wenn du E gedrückt hältst, kannst du da irgendwie, glaube ich, angeben, wer die mitbenutzen darf. Code. Code. Haust du den Code an die Tür. Hältst du die Backen hin und drückst erstmal auf. Oder wie geht das? Ja, guck. Guck mal da oben. Ich feuer den Ofen an. Ja genau, Schatz, feuer mal den Ofen an. Ofen. Also manchmal sehen die Texturen echt interessant aus, zum Beispiel wenn man in einem drin steht. Von die Augäpfel von innen dann. Was? Echt? Oh ja, tatsächlich. Na, man sieht, wenigstens ist das Auge ein 3D-Modell. Immerhin, ja. Wisst ihr, was mir gerade wieder einfällt? Ich habe vergessen, auf die Zeit zu achten. Ich habe auch. Das ist irgendwie so ein Dauerding, wa? Aber Onkel der Pro bestimmt wieder. Muss ich das erst setzen? Kann ich das dann einstellen? Oder ja, wie? Ja, erst musst du die setzen, genau. Erstmal also platzieren. Wir sind jetzt bei Minute 8. Okay, wunderbar. Minute 8. Oh, es wird düster. Ui, es entsteht Wände. Ja, so ein bisschen. Aber ich mir fehlt so langsam das Holz. Ja, ich habe überhaupt nichts. Ich habe mein letztes Holz in den Ofen reingeschmissen, damit wir jetzt so... Da, hier, Rossi. Oh, danke. Habe ich vorhin so im Vorbeifallen mitgenommen. In der Mitte brauchen wir auch Stempel, oder? Ja. Ich wage mich jetzt einfach mal kurz in die Dunkelheit. Ich auch, also die paar Bäume hier drumherum können wir ja abbauen. Außer da kommt so ein böser, großer Riesenbär und killt mich. Block. Ja, noch habe ich 8 Schuss. Sehr ein Hirsch. Ist diese Stone Hatchet schlechter schon also als die normale Hatchet, oder? Ich hab den Passwort verpasst, ja. Könnt ihr das dann benutzen, oder was? Ja, genau. Ja, wo das Passwort ist 4321, ne? Super, alles klar. Ja, am Ende steht jeder drin. Nächstes Mal kommen wir da rein, sind dann alle drin. Oder unsere Hütte ist leer geräumt. Rossi, wo bist du? Ich bin hier drüben am Baum. Ich bin gleich wieder da. So. Oh, ich muss futtern. Alte Chat-Nachricht kann man nicht irgendwo sehen, oder? Nee. Also ich weiß nicht, ob man hier so eine Konsole oder einen Verlauf... Einer hat irgendwas wegen dem Ofen gerade geschrieben. Ja, da müsst ihr aber drauf achten, nicht, dass sonst so ausrauben die Leute. Jetzt steht ja eh noch nichts drin hier. Nee, wir müssen jetzt halt immer schnellstmöglich hier zumachen.
Also ich habe jetzt auch noch 13 Holz. Ich hole auch nochmal Holz. Ich auch. Also ich komme auch gleich nochmal mit Holz. Rossi, du wolltest Holz, ne? Jo, gerne. Liegt vor dir. Danke. Wollt ihr jetzt da bauen, wo ihr... Bitte mal so ein flaschliges Haus, wo der Ofen stand. Mit so einer, wo er steht. Ein paar Helden, mit so einer Rampe. Jetzt sag nicht, du hast die Tür unten gemacht. Sicher. Oh, da war ich schon. Wo wir das Haus schon fertig gebaut haben hier. Der ist ja egal, wir brauchen sowieso mehrere Häuser. Ja. Irgendwann wird es sowieso so sein, dass jeder von uns ein Haus hat. Oder wir machen hier so einen riesen Vorort. So, also machen wir so fette Mauern drumherum und haben so ein kleines Dorf. Ja, genau, oder wir bauen so einen Wolkenkratzer und jeder baut sich ein Stockwerk. So ein Holzwolkenkratzer. Wäre doch cool. Ja, auf jeden. Also immerhin den zweiten Stock würden wir hochkommen. Ich habe eine Treppe. Jawohl, immerhin, das stimmt schon. Wo bin ich? Wieso? Hä? Die habe ich ja vorhin gediebt. Da oben ist Licht. Aber ganz ehrlich, manchmal muss ich mich wirklich mal bei meinen Zuschauern entschuldigen. Es ist meistens finster. Ja, bei mir auch gerade. Aber kann mir jemand Fackeln craften? Wie crafte ich überhaupt Fackeln? Ich kann dir eine hinschmeißen. Ja, ich stehe hier aber in der Dunkelheit und weiß jetzt gar nicht, wo ich... Ach so. Okay, gut, dann bist es wahrscheinlich nicht du vor mir, oder? Ich bin das. Wahrscheinlich werde ich gleich hier gegen irgendeine Wand. Ich suche dich mal. Ich stehe vor einem Gebäude, das schon einen zweiten Stock hat, mit Säulen drauf. Ah ja, für dann hier drüben. Die Fackeln brauchen wir irgendwie Benzin oder sowas. Ach so, deswegen den Fuel. The low-grade fuel. Genau. Ganz ehrlich, ich sehe gar nicht, wo du den Beutel hingeschmissen hast. Ich habe ihn noch gar nicht geschmissen. Ach so, okay. Hier. Jetzt weißt du, warum du den Beutel nicht siehst. Zack. Es werde Licht. Yeah. Wieso? Aber eins muss ich schon sagen, ne? Also teilweise ist es schon ganz cool animiertes Spiel, ne? Ja. Oh, halt... Ja, Flipper ist auch wieder da. Ja, das ist ja halt noch eine Alpha hier, ne? Na, Flipper ist überzeugt davon. So schaut's aus. Ja, der verlässt sogar das Wasser. Und folgt uns, weil er es so cool findet. Ganz ehrlich, irgendwann strandet hier wirklich mal ein Wal oder ein Delfin. Oh, wir brauchen unbedingt wieder viel Holz. Ich geh mal kurz. Ich mach gerade vier Wände. Ach ja, warte, ich habe ja Holz ein bisschen gefahren. Oh ja, Wände sind gut. Hier oben fehlt nämlich noch. Rossi, naja. Ich schmeiß hier mal 36 Holz hin. Oh, perfekt. Und jetzt gehe ich mal zu Onkel und guck mal, was der da schon gebaut hat. Weedy, wartest du auf mich? Ich komm mit. Yep. Bin da. Wo ist das? Oh, ein Bär ist vor uns. Wie, wo ist da ein Bär? Dann kommt zu uns wieder. Ja, warte, ich lock ihn an und dann hauen wir ihn kaputt. Ja, er kommt. Na, ich seh ihn. Ach, geil, hier ist... Oh, hier ist Holz, ja. Da, genau. Ich hab ihn gekillt. Warte, siehst du nicht, ich mach Licht für euch und ihr baut das ab. Da ist ganz schön viel drin, hey. Oh, ich bekomme Hunger. Ich hau mir meine Chicken Breast vom Bären rein. Sollen wir das Haus einfach mal so zuklopfen oder irgendwas zuerst? Irgendeine Seite? Klopft es einfach komplett ja, zu. Ja, da auf jeden Fall mal die Wände. Ich möchte hier hinten noch eine Foundation hier hinbauen. Auf jeden Fall. Und noch eine Rampe nach oben. Am besten. So von außen in den zweiten Stock rein. Am besten da, wo die Feuerstelle ist, die Türen dann hinmachen, weil das ist ja, genau. Das, der abgeflacht. Da müssen wir nicht mal hochspringen. Ja, genau. Ich würde sagen. Genau, und hier keine Wand hin. Oder doch. Ich würde sagen, die Treppe, die bauen wir dann hier hin, da wo ich jetzt stehe und nach vorne gucke. Wo bist du? Ah ja, okay. So, nach vorne, dann noch hier eine Foundation und dann die Stufe da dann hin. Wie läuft denn das eigentlich mit den Sleeping Bags? Also kann man sich dann einfach in der Nacht da reinpflanzen oder? Nee, die musst du einfach platzieren und dann mehr haben die keinen Sinn. Genau, und wenn du stirbst, hast du dann nämlich die Auswahl, ob du irgendwo spawnen willst oder spawn at the camp. Und dann machst du das mit dem Camp und dann spawnst du wieder an deinem Schlafsack. Macht Sinn. Mies ist natürlich, wenn die eine abbaut, also die kannst du ja zerstören, dann war's das halt. Hatte ich auch schon, da hatte ich schön alles zusammengebaut, ein kleines Hütchen eingenommen, ja, und dann abends nach Hause gekommen. Oh, Licht ist weg. Ja,
Das war's mit der Fackel. Ja, und auf jeden Fall abends nach Hause gekommen, einmal ums Haus rumgerannt, aufs, nur mal Sicherheit nochmal, um zu gucken, ob da nicht jemand auf mich lauert. Ey, und es war keiner da. Ich mach die Tür auf, in dem Moment höre ich nur noch prrrt, bupp, fall um, die Tür ist natürlich offen, er rennt rein, macht meinen Schlafsack kaputt, holt mir die ganzen Sachen weg, Alter, und ich muss wieder irgendwo in der Butnik spawnen. Ja, das ist also mit PvP ist echt uncool. Also was heißt echt uncool, aber halt nervig am Anfang. Ja. Ja, wenn's man noch nicht so weiß, wie der Hase läuft. Genau, gewisse Regeln, so sollten sie schon befolgen oder irgendwie mal mit einfügen. Und die, an die sollten sich dann auch die Leute mal halten. So wie hier, ich habe halt mitbekommen, dass auf jeden Fall mit Ansage PvP machen sie das hier offen. Ja, ich meine, dann ist auch okay. Genau. Aber wenn einer in so einem kompletten Strahlenschutzanzug mit einem fetten Maschinengewehr auf dich zuläuft. Das ist keine Chance. Vor allen Dingen, du hast so einen Stein in der Hand. Oder so ein Darth Vader mit seinem Laserschwert kommt und seiner dunklen Macht. Ich finde es immer ganz interessant, wie kurzweilig immer diese Fackeln sind. Ja. Das hätten sie vielleicht ein bisschen länger machen können. Habt ihr nicht Holz, damit wir ein Lagerfeuer da hinten, das kleine Feuer hier? Nee, das Holz wollen wir ja nicht für die Wände benutzen. Also 5 oder so mal reinlegen, dass wir ein bisschen Licht haben. Jetzt mal blöde Frage, wie viel Holz braucht man eigentlich für so eine Wand? Für eine Wand braucht man 40 Holz. 40? Ja, leider. Man kann sich aber auch Metallwände bauen. Boah, also, dann plötzlich die 120 Holz her. Da bin ich mit Minecraft glücklicher, ganz ehrlich. Ja, das geht schnell, ja. Rucki-zucki. Ein paar Bäumchen. Aber wie schon angesprochen, das mit dem Minecraft sollten wir uns auch mal überlegen. Können wir mal machen, wenn die anderen auch Lust drauf haben. Das, wir haben ja jetzt selber schon Minecraft-Projekte laufen, beziehungsweise das LPT. Und da müssen wir dann erstmal schauen, wie wir das dann regeln. Ja, man wird den Unterschied deutlich sehen, da in dem Direwolf-Pack 1320 Mods drin sind. Ach du Scheiße. Ja, ich kenne mich mit der PC-Version überhaupt nicht aus, da bin ich super Noobie. Da geht's dann wirklich so weit, dass du den Nuklearreaktor bauen kannst, den du mit Uran füllen musst und dann kannst du Elektronikleitungen ziehen und richtig Elektrizität machen und alles mögliche. Das ist ja krass. Das klingt auf jeden Fall interessant, weil ich kenne ja nur Minecraft von der Xbox 360, da habe ich auch angefangen mit Minecraft. Und so vom PC eigentlich gar nicht. Außer hier mal ab und zu bei dem Gonki reingeschaut. Nee, am PC ist schon echt cool, finde ich. Also vor allem mit diesem Pack halt. Weil du kannst halt so viel bauen. Also das geht dann los mit Maschinen. Du kannst ja wirklich hier so Crafting Stations bauen, die dann wirklich automatisiert für dich irgendwas machen. Und so Serversysteme, wo du dann dein Holz verwaltest zum Beispiel. Und automatische Abbausysteme. Krass. Wo du dann so 64x64 Blöcke abbauen lässt und dann wird es automatisch aufgeräumt und lauter so Sachen. Okay. Klingt komplex, aber interessant auf jeden Fall. Ja, dann. Also ich hab das bei meinem Kollegen gesehen, der hat im Keller den Nuklearreaktor stehen, dann so sein Serversystem daneben, wo ungefähr gefühlt 1 Million Birkenholzblöcke drin sind und. What? Ja, also ich habe mir da auf dem Server einen Wolkenkratzer gebaut, der geht 256 Blöcke hoch. Oh Gott. Und also ich saß da, glaube ich, 3 Wochen dran und das Holz, das wurde nicht merklich weniger. Ja, das macht mich auf jeden Fall neugierig auf die Sachen. Wenn du Bock hast, können wir ja mal in den nächsten Tagen mal zusammen uns mal ransetzen und mal ein bisschen daddeln, so, damit ich da mal ja, so einen Einblick bekomme für das Ganze. Klar, freilich. Ach, da ist ja kurze Frage, wie lange geht die Aufnahme schon? Jetzt müsste schon wieder überlänger. Nein, wir sind jetzt bei Minute 19, also. Genau. Ja? Ungefähr, ja. Nee, ich hab wieder nachgeschaut. Ich hab vorhin nur mal geguckt, wo ihr 8 Minuten gesagt habt. Da war es auch 8 nach, glaube ich, ungefähr. Ja, können wir ja noch 2-3 Minütchen machen. Ich hoffe, es wird bald. Ja, doch, der Mond geht schon langsam unter. Bald kommt wieder die rote Sonne raus. Oder die gelbe Sonne. Irgendwann kommt mal die grüne Sonne hoch und wir sind alle verstrahlt. Dann ist vorbei. Ja. Ich wollte eigentlich Onkelchen noch besuchen in der Folge und gucken, halt wie weit die. Arsch in die Sonne! Damit er wieder braun wird. Oder damit er auch grün wird. Oder grün, ja. Braun ist er ja sowieso schon die ganze Zeit. Dann sind wir alle Hulk. Huah! Ich nenne mich Hulk nur, weil mein Arsch grün ist. Dia is left the game? Okay.
Jetzt haben wir keine Dia-Show mehr. Oh. Also ich habe mein Plätzchen gefunden. Ich auch, direkt über dem Lagerfeuer. Da heißt nee, ich bin getarnt. Oh, geh mal zum Ofen. Alter, ja, das ist gut. Hättest du dich da jetzt eben nicht bewegt, das für einen Moment hätte ich dich nicht erkannt. Ich bleib lieber hier, mal hintern wärm. Ist einfach nur Holz reinlegen und dann man da braten will. Genau. Holz rein und dann am besten die Chicken Breasts aufteilen, dass du immer drei Haufen hast, dann werden immer drei gleichzeitig gebrutzelt. Drei Häufchen. Genau. Aber ich würde sagen... Wie macht man denn Häufchen? Splitten, Rechtsklick. Und dann kannst du Split. Also Häufchen. Häufchen einfach, ne? Bäckchen auseinander und ein bisschen drücken. Deswegen habe ich gelacht. Ja, ja. Geht nicht. Oh Mann. Geht nicht. Ohne Scheiß. Ey, bei mir ist das auch. Ich muss zum Beispiel, wenn ich da drauf drücke. Onkel feste drücken. Ganz dolle, ganz dolle. Press die Backen auseinander und ne, ja. So, das wird schwer, viel zu eklig hier. Hä, wie soll ich da auch noch Split? Okay. Hey, es wird Redstone. Ja, Redstone Light hier. Naja gut, dann lasst uns erstmal zum Ende kommen. Dann können wir ja... Schmeißt man den Ofen an? Nächste da wirklich eine Rauchvergiftung? Ja, ich stehe auf den Smog. Ja, ihr wollt auch schön Weed geräuchert. Special Aroma. Ach, dann ist der Ofen denn an hier, ey. No Weed left, Mann. Ist alles schon abgebaut. Ofen? Du brauchst für den Ofen Stones und Holz, glaube ich. David, kurze Frage, wollen wir die Tür hier eins davor setzen, sodass man quasi hier die Plattform, dass die noch außerhalb vom Haus ist? Ja, können wir auch machen. Das ist sozusagen so eine kleine Terrasse oder so ein 2x2 Haus. Ja, können wir den Ofen irgendwie anschmeißen oder ist das von allein? Mit E, also schließen und dann nochmal E drücken. Gut. Und nur kurz drücken, nicht gedrückt halten. Ah. Wegen der Milch! Ist Gronk da? Nee. Natürlich ist Gronk da! Boah, Alter! Ich fress mein Pfad! Oh Mann, du mit der Zellpitz. Naja gut, alles klar, dann lass uns mal an dieser Stelle beenden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Weedy und ja, der Rest verabschiedet sich schon auch nochmal. Jo, servus. Ciao. Jo. Tschüss. Arriba, 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 arriba. Bäh, 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 ich fress mein Bäh.